Mein Name ist Bernd Steiner. Ich bin inzwischen 40 Jahre alt. Ich habe ein Sicherheitsunternehmen hier in Esslingen. Wir sind überwiegend im Veranstaltungsbereich tätig, also von großen Veranstaltungen auf dem Schlossplatz in Stuttgart bis hin zu kleinen Veranstaltungen, bei denen wir einfach nur die Gästeliste abarbeiten und schauen, dass die Leute ihren Spaß haben. Wir sind aber auch im Bereich Objekt- und Baustellenbewachung, im Revierdienst, klassische Schließdienste. Alles, was man sich vorstellt, wir decken das komplett ab. Eigentlich komme ich aus einem ganz anderen Bereich, und zwar habe ich ursprünglich Anfang der 90er Sozialversicherungsfachangestellter gelernt. Bin dann allerdings von einem Freund angesprochen worden, der einen eigenen Sicherheitsdienst hatte, ob ich mir das nicht nebenher vorstellen kann, also auf 400-Euro-Basis. Und ich habe mir das dann angeschaut, war dann innerhalb von kurzer Zeit Einsatzleiter, kurze Zeit später schon rechte Hand vom Chef, alles noch nebenher, neben meinem alten Job. Habe dann im Sicherheitsbereich die Sachkundeprüfung gemacht, habe dann die geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft gemacht, habe den Personen- und Begleitschützer gemacht und schließlich und endlich 2009 und bis 2011 den Meister für Schutz und Sicherheit, auch eine IHK-Ausbildung, die ich da absolviert habe. Und habe allerdings schon mit der Sachkundeprüfung damals das Unternehmen gegründet, weil damals schon klar war, wo es hingehen soll. Ja, und ich bin heute Gott froh, dass ich es gemacht habe, und ich bin genauso froh, dass ich damals die Ausbildung gemacht habe. Der ganze kaufmännische Bereich, den ich damals gelernt habe, der ganze Umgang mit Menschen, ich habe momentan 50 Mitarbeiter circa, also der Umgang mit dem Personal und das Ganze drumherum, ja, denke ich, hat mich und die Firma einfach einen ganz großen Schritt auch weitergebracht und ist auch der Grund, warum es momentan so läuft, wie es läuft. Weil auch wenn man ein Unternehmen leitet, ist nicht immer alles Gold, was glänzt, und auch dann wird es manchmal schwierig und auch dann muss man sich durchbeißen. Und ich denke, so ähnlich war es damals in der Ausbildung, und ich denke, so geht es vielen anderen auch. Und das habe ich von damals auch mitgenommen, einfach zu sagen, okay, es gibt Zeiten, die nicht immer so super sind, aber da gehe ich durch, weil ich ein Ziel habe, nämlich das Unternehmen zu führen, beziehungsweise damals die Ausbildung abzuschließen. Und ja, mir geht's gut dabei.